So, weiter geht's in unbekannten Gefilden ganz im Osten dieses riesigen Pangea-Kontinentes, den das Zufallskartenskript hier konstruiert hat für uns bei Civilization Beyond Earth. Herzlich willkommen bei dieser Let's Play-Reihe hier. Und wir haben einen unserer mittlerweile ziemlich vielen Erkunder. Ja, wir haben so viel Energie, erzeugen wir jede Runde plus 111. Schaut mal ganz rechts oben auf die gelbe Energiebilanz, dass wir uns das leisten können. Ganz viele Erkunder unterwegs hier auf dieser fremden Welt. Und die decken hier auch den letzten Fog of War auf. Auf der Erde hätten wir gesagt, die füllen die letzten weißen Flecken auf der Landkarte mit Farbe. Hier funktioniert das ein bisschen anders. Hier sind wir auch auf einem anderen Planeten. Hier werden dunkle Flecken gefüllt mit Farben. Und so viele Aliens hier, so viele Wolfskäfer, Drohnen, was auch immer. Aber schreckt uns alles nicht. Eine Runde weiter. Übrigens, hier ganz rechts zu sehen, schwebende Steine, noch ein Naturwunder hier und eine andere strategische Rohstoffe, die frittierten Gemüsezwiebeln, das Phyraxid-Vorkommen hier. Eine Runde weiter und das Bekenntnis, warum ich euch das hier gezeigt habe, ja, jetzt müssen die Gesundheitsfreunde unter euch, oder jetzt hätte ich fast gesagt, die Gesundheitsfetischisten, oh, wir werden angegriffen. Macht uns alles nichts aus. Wir müssen mal ganz tief durchatmen jetzt. Erschreckt euch bitte nicht beim nächsten Satz, den ich vorbereitet habe, der mir schon auf der Lippe liegt. Wir werden, deshalb rücke ich so weit in den Osten vor und deshalb zeige ich euch diesen Schwebsteinbruch und dieses Phyraxid-Vorkommen und den Fluss mit dem Erkunder. Wir werden in Kürze einen weiteren Kolonisten erzeugen, um eine weitere Stadt zu bauen. Ja, bringt ganz viel Ungesundheit. Müssen wir jetzt hier durch, vor allem ihr. Neue Technologie, Terraformung oder Terraforming oder was auch immer. Deshalb hier Schwebsteinbruch. Den würde ich ab jetzt gerne bauen wollen, weil wir... Tolle Modernisierung hier. Terra-Landschaft kostet aber sehr viel Unterhalt, möchte ich mir jetzt noch nicht zulegen. Aber Schwebsteinbruch möchte ich gerne bauen können, weil ich nämlich... Hier, schaut mal rechts links oben, bei öffentliche Strukturen, das ist die nächste Technologie, die wir eingestellt haben, weil ich gerne hier hin will, zur Holomatrix, dieser Orbitaleinheit, die ganz viel Kultur generiert und zu deren Erzeugung brauchen wir viel, viel Erdöl und auch ein bisschen Schwebstein. Apropos, ja, erstmal zurück in den Osten. Hier, na, immer noch nicht, hier unten, genau. Das hier wäre ein schöner Standort, finde ich. Mitten in diesen blauen Funguswäldern, wo das Miasma bläulich giftig aus dem Boden wabert. Das wäre doch ein richtig guter Standort, denke ich mal, oder? Hier einen Außenposten gegründet. Schaut mal hier, 7 Erdöl. Wir haben im Augenblick, erzeugen wir bereits 7. Dann kämen hier diese 7 noch dazu. Und hier nochmal 3, 10 dazu. Hätten wir wirklich Erdöl in rauen Mengen. Und hier ganz links haben wir ja noch diese Stadt hier, Pembela, wo dieser Bautrupp hier angekommen ist. Hier sind nochmal 8 Erdöl, Erdölquelle bauen. Und das ist natürlich ganz wichtig hier für die Holomatrix, weil jede dieser Orbitaleinheiten verbrät 3 Erdöl. Da können wir viele, viele Städte gründen und viele, viele Holomatrixen über denen schweben lassen und viel Kultur erzeugen. Kostet eine Menge Unterhalt, aber die Credits dafür haben wir ja. Finde ich gut. Und derweil ziehe ich hier noch ein bisschen weiter vor. Mit dem Erkunder. Erkunde hier die Küste, genau. Mit dem Erkunder hier ziehen wir vor. Okay. Ja. Und hier ist eine Einheit Jünger. Da möchte ich hin. Sumpf bremst uns aus. Der begleitet den Kolonisten. Hier möchte ich gleich hin. Und dieser KDNR, diese Kampfeinheit hier, die stellt sich mal gleich das daneben. Und hier mal noch einen Erkunder, der ja hier unterwegs ist Richtung... Genau. Hierhin, um durch die offenen Grenzen, die wir geschlossen haben, den Fog of War südöstlich von Daoming Sushua erkunden zu können. Ja, und eigentlich noch mehr Einheiten brauchen wir ja gar nicht zum Bewachen. Ich denke mir, das reicht hier. Den können wir auch hier da stehen lassen. Den stelle ich sogar in die Stadt rein. Was soll's.
Hier ziehen wir noch ein bisschen vor. Bautrupp wird hier jetzt... hier haben wir eine Magma-Bahn, wunderbar, eine magnetische Bahn. Hier soll er ebenfalls eine bauen, die ist schon angebaut, wird jetzt fertig gebaut. Ja, klingt so, als ob es sich um ein Lebensmittel handelt, beziehungsweise um ein Nahrungsmittel, das wir auf Feldern anbauen. Seht ihr, noch ein Stück dazugekommen. Falls ihr euch in den letzten Folgen gefragt habt, was macht dieser WB da? Warum macht er so obskures Micromanagement und lässt die Bautrupps nie zu Ende alles bauen, sondern zieht die immer so im Gänsemarsch immer ein Feld weiter. Deshalb, für diesen stolzen Moment, den ihr gerade erleben konntet, dass auf einen Schlag hier ganz viele Markbahn-Abschnitte fertig werden. Und jetzt kommen wir hier sogar über diesen Fluss drüber, ohne dass die Einheiten ausgebremst werden. Sehr gut, sehr cool, ganz wunderbar. Handelsschiff. Hier ist kein Handelsslot frei, aber in Maeva, das ist diese neue Stadt, die wir hier oben haben, genau, neu gegründet, also Außenposten in Stadt umgewandelt. Da schicken wir die hin, das Handelsschiffchen. Und hier ist noch ein Handelsschiffchen in Ranji. Da schicken wir ebenfalls nach Maeva. Und mal gucken, ob wir noch irgendwo... Achso, hier können wir die Stadt gründen. Klasse. Hier. Oh, für den Moment haben wir lange, lange gebraucht. Wunderbar. Sehr gut. Verflucht lange haben wir dafür gebraucht. Für diesen Moment hier. Haben uns hier mühsam durchgekämpft von Maeva aus. Hat geklappt. Hier der Erkunder, der macht ja noch Ausgrabungen. Gefällt mir gut. Also, wir gründen hier eine neue Stadt. Einen neuen Außenposten. Da steht er. Hört auf den Namen Harta. Komischer Ort. Sehr seltsam. Können wir noch nicht umbenennen. Schade. Hätte ich jetzt vielleicht ganz gerne gemacht. Produktion wählen in? In Jimbumba. Genau, an diesem Binnensee hier. Das mache ich ja am liebsten hier über dieses Interface hier, weil man hier Bauschlangen einstellen kann. Wenn ich hier einen Kolonisten einstellen würde, 5 Runden wird er dauern. Das ist nicht allzu schnell, nicht allzu lange. Das kann man machen. Und welche Gebäude fehlen hier im Augenblick? Die Holosuite für mehr Kultur, für Phyraxit. Hier unten ist ein Phyraxit-Vorkommen, das lohnt sich auf jeden Fall. Und Wasserraffinerie lohnt sich immens. Bringt plus 1 Nahrung und plus 1 Produktion auf diesen vielen Feldern hier. Also das ist ja ganz krass. Das kommt ganz nach oben. Und Neurolabor lohnt sich wegen des Phyraxid-Vorkommens. Tundra haben wir, glaube ich, hier kaum bei diesem Masseverwerter, der Credits bringt. Hier ist, glaube ich, Grasland und es war ein eiskalter Planet hier. Und den Rest können wir uns hier im Prinzip auch schenken erstmal. Dann baue ich erstmal hier die. Wachen wir mit dem Siedler einen Moment ab. Agent in Jimbumba angekommen. Und der soll hier in Jimbumba. Der ist hier eingeteilt zur Spionageabwehr. Da soll der auch bleiben. Und weil der hier angekommen ist, sackt auch die Intrigestufe in Jimbumba ab. Schaut mal hier. Ganz allmählich wird die ein bisschen kleiner. Das heißt, Geheimoperationen anderer Nationen werden schwieriger durchführbar. Und mit dem Erkunder, den wir in Jimbumba stehen haben, was mache ich mit dem? Den ziehe ich mal hier hin, hier nach unten. Und der KDNR, der hier steht, den würde ich gerne hier reinstellen, um die Stadt zu bewachen, damit der Außenposten hier eventuell Ausgrabungen machen kann. Bewachen kann denn ja auch die Militäreinheit. Aber, hier ist Miasma und er halt gerade so nett. Wie lange braucht er hier noch bei der Ausgrabung? Oh, das geht ja schnell. In Freeland, wunderbar, Überlebende in einer verlassenen Siedlung entdeckt. Klasse, Stadt Freeland. Nochmal ein weiterer Bevölkerungsplatz. Das finde ich deshalb so schön, weil Freeland wahnsinnig groß schon ist und Schwierigkeiten hat, neue Bürger dazu zu bekommen.
dass der hier Gold wert. Den Züchter hier finde ich übrigens vom Programm nicht zwangsläufig so unglaublich clever platziert. Ich glaube, den stelle ich lieber hier ein, bei dem Händler-Slot hier. Das bringt richtig viel Credits hier. Und die anderen stehen derweil hier ganz gut. Der steht natürlich blendend hier, auch den ziehe ich hier raus. Auch der kommt hier hin. Alles klar? Ja, sieht gut aus. Okay. Und damit kann der in der nächsten Runde... Oh, der steht auf Miasma. Hier ist auch Miasma. Naja, vielleicht können wir den ja mit dem anderen Erkunder austauschen. Boah, dauert das hier lange. Der ist hier immer noch nicht in Pembela angekommen. Der braucht neue Module. So, jetzt können wir hier aber vorziehen. Wir können nicht so richtig vorziehen. Hier können wir auf jeden Fall schon mal hin, um hier einen Phyraxid-Vorkommen anzuschließen. Okay. Der Erkunder hier, den lasse ich in der Stadt eine Runde stehen erstmal. Damit der, oder in einem Außenposten, damit eine Harta, dass denen nichts Schlimmes passiert. Den ziehe ich derweil. Na, der kann doch hier ein bisschen aufräumen. Prima. Hat ihn gerade mal 3 Trefferpunkte nur gekostet. Haben wir eigentlich die Quest erfüllt, bei dem man einen... hier ist ja so ein Monster, so ein Belagerungsturm killen muss. Noch nicht. Oh, guck mal hier, Stahlsynapsen, eine neue Quest. 3-mal das Gebäude Kefwiege. Dann hätten wir irgendwelche riesigen Vorteile. Welche immer es auch sind, ich weiß es nicht. Und eine Biotreibstoffanlage sollten wir in Freeland bauen, ist aber, haha, sehr komisch. Das werde ich mal als Bug nicht möglich, weil Freeland eine Binnenstadt ist. Da kann man keine Biotreibstoffanlagen bauen. Also das ist, glaube ich, wirklich ein Bug. Kann man nicht bauen. Sowas sollte, finde ich, eigentlich nicht angeboten werden in der Quest. Finde ich ein bisschen komisch. Eine Runde weiter. Ja, jetzt werden wir hier angegriffen. Das war ein Angriff, den wir locker zurückschlagen. Na, aber es kostet ihnen hier 10 Miasma. So, jetzt ziehe ich mit dem Kollegen Erkunder. Es ist vielleicht doch besser, mit dem Erkunder hier stehen zu bleiben, weil der Belagerungswurm, der hat 60 Trefferpunkte. Der hat gerade nur 38. Dann ist der Erkunder, so schwach, so kampfschwach der ist, doch die bessere Verteidigungseinheit. Wegen, hier, Reinheitsstufe 1. Aliens greifen keine Geländefelder mit Erkundereinheiten an. Da ziehe ich den auch nicht in die Nähe von dem, sondern ziehe den hier tatsächlich wieder zurück. Und der Kollege hier, bevor ich den hier auf das Feld hier hinziehe, auf dieses Miasma-Feld für die zweite Ausgrabung, ziehe ich den erstmal wieder raus in die Stadt rein. Da kann der schnell ausheilen. Das mache ich in der nächsten Runde. Der dagegen bleibt da komplett stehen. Und hier können wir jetzt mit den Bautrupps weiterarbeiten. Okay. Ja, das mache ich anders. Der hier zieht hierhin vor. Der zieht... Moment mal. Genau. Der zieht... Hier rein. Der zieht hier hin. Phyraxidmine bauen, sprich frittierte Gemüsezwiebel anschließen. Falls ihr die letzte Folge erinnert gesehen habt oder die vorletzte, wisst ihr, was dieser schlechte Gag bedeutet. Oder falls ihr den Livestream mit Lena Brenk gesehen habt, dann wisst ihr, wie dieses 3D-Modell entstanden ist, in welcher Mittagskantine welche Grafiker was gegessen haben und dabei an sich mit dem Anblick ihres Essens hier im Spiel verewigen konnten. So, jetzt sind wir kurz davor.
Der Jünger zieht in den Fluss rein. Der zieht hier rein. Klasse. Okay. Handelsschiff. Jetzt bin ich gespannt, welche Routen hier möglich sind. Also, das ist ja witzig. Zum einen könnten die den direkt daneben gelegenen Außenposten bei seinem Wachstum unterstützen. Wäre eine Möglichkeit. Schauen wir uns erstmal den Rest an. Was würde das meiste bringen? Ranji zu unterstützen würde extrem viel bringen. Plus 10 Produktionen, die selber würden 4 erhalten und 2. Das würde denen hier also auch am meisten bringen. Boah, das ist natürlich heftig. Ranji erzeugt zwar eine ganze Menge, hätte aber auch einige Gebäude hier, die noch... Oh, Wasserraffinerie. Die hier noch gebaut werden müssten. Was eine Wasserraffinerie ziehe ich hier natürlich vor. Also ich glaube, das mache ich. Ich booste Ranji. Prima. Hier ist dann noch ein Schiff drin, oder? Genau. Sollen wir mal schauen. Mandira. Natürlich, Mandira. Unsere Freundin. 12 Wissenschaft nochmal drauf. 17 Energie nochmal drauf. Wow. Das werden wir natürlich machen. Mit Kavita sind wir ja Liebkind. Das ist eigentlich ein guter Grund, hier in Maeva die Automatikfabrik zu kaufen oder zu bauen. Die haben wir noch nicht. Doch, die haben wir hier. Das heißt, hier ist noch ein Slot frei. Erzeugen wir denn irgendwo ein weiteres Handelsschiff? Nee, hier werden nur Gebäude erzeugt. Das wird sich doch hier lohnen. Wo könnten wir denn noch hier für die ein Handelsschiff erzeugen? In Freeland zum Beispiel zur Liste hinzufügen. Einheiten. Ach, das ist ja... Ach, entschuldigt. Das ist ja eine Binnenstadt. Aber in Ranji, genau. Wir haben doch Ranji gerade so viel rübergeschickt an Produktion. Da könnte ich das pfiffigerweise gleich in ein Handelsschiff stecken. Das ist wirklich eine nette Idee. So, prima. Und hier erkunden wir weiter die Küstenlinie. Den können wir derweil mal ein bisschen ausheilen. Eine Runde. Der stand mal auf dem Jasma. Und der Bautrupp hier hat die Titanmine angeschlossen. Zauberhaft. Jetzt haben wir 6 Titan. Das gefällt mir. Was könnten wir hier... Wann ist der nächste Kultursprung in einer Runde? Die Frage, auf welches Feld. Gibt es irgendwelche Ressourcen, die wir eventuell auch dazu kaufen könnten? Ressourcenfelder oder ähnliches? Korallen. Die könnte man natürlich anschließen. Ich ziehe den mal hier drauf in der Erwartung und Hoffnung, dass das Programm clever genug ist, um dieses Feld gleich dazu zu holen sich. Wenn nicht, dann kaufen wir das. Nochmal eine Runde weiter. Was hätte sie gerne von uns? Offenen Grenzen erneuern. Das haben wir doch kürzlich noch gemacht. Das liegt doch keine 30 Runden zurück. Das haben wir doch vor 5 oder 6 oder 4 Runden gemacht. Oder werfe ich hier alles durcheinander? Sehr seltsam. Ah, es hat geklappt. Schaut mal, das Feld ist dazugekommen. Brav. Kompliment an die KI. Wenn die KI alles so macht, wie man sich das als HI, als menschliche Intelligenz vorstellt, dann lobt man die KI. Wenn die KI dagegen einen eigenen Willen entwickelt, dann mag man das nicht. So, Arbeitsparkgasse wird jetzt hier als Geländemodernisierung gemacht. Dann bekommen wir hier viel, 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 viel. Das Programm hat hier 3 Bürger. Einer ist hier. Ja, bestens. Einer hier auch okay. So wachsen wir nur mäßig.
Aber wir lassen das erstmal. Wasserraffinerie kommt ja erst in der nächsten Runde. Richport hat noch einen Bürger dazu bekommen. Das ist gut. So, jetzt gucken wir mal hier, wie wir das mit den Bautrupps machen. Also ich würde gerne einen Bautrupp hier rüberschicken in den Norden. Ach, Moment mal. Der könnte auch eine Magbahn errichten. Das hier soll da unser Außenposten werden, um rüberzuziehen nach Nhiet Tin und da ein bisschen für Krawall zu sorgen. Genau. Das machen wir hier über diese nördliche Strecke am besten. Immer uns... nee, das ist gar nicht so clever. Ach, ist eigentlich egal. Völlig egal. Also dahin. Und hier... Ah, wunderbar. Jetzt ist hier die magnetische Bahn fertiggestellt. Der baut ja die Phyraxit-Mine. Und hier haben wir noch einen Bautrupp drin. Wo ist er? Da ist er, ganz genau. Und mit dem werden wir jetzt hier draufziehen. Sehr schön. Handelsschiff. Wollten wir rüberschicken nach Maeva. In Pembela ist ein Handelsslot frei. Hier. Und keine leere Einheit drin, da haben wir ein bisschen gepennt. Dann wollen wir doch gleich mal hier ein Handelsschiff ein. Drei Runden. Das ist Quatsch. Dann machen wir das hier in Ranji nochmal. Fünf Bürger in Richport. Sieht alles okay aus. Der Bautrupp hier, was machen wir mit dem? Ach so, eine magnetische Bahn machen. Ach nein, wir wollten mit dem irgendwas anschließen, ne? Was hatten wir gerade erforscht? Schwebstein hatten wir doch gerade erforscht. Ach ja, wird schon so sein. Ja, genau, genau. Und hier, da ist ein Schwebsteinvorkommen. Allerdings auch ein Wolfskäfer und keine Einheit, um den zu vertreiben. Was ist denn da schief gelaufen? Dann machen wir das mit dem hier. Wollen wir den mal rüberbringen. Haben wir sonst hier noch irgendwo eine Einheit? Unglaublich. Haben wir tatsächlich alle Militäreinheiten verbraucht und verbraten für irgendwelche anderen Sperenzien? Okay. Und der NDR, der halt hier aus. Ja. Erkunder soll da ebenfalls ausheilen. Und mit dem hier gehen wir mal auf dem Wasserweg weiter vor. Aha. So sieht das hier aus. Der ist ausgeheilt. Daneben, weil das ist Miasma, da wollte ich nicht draufziehen. Aha, oh, das ist ein ganzes Rohstoffparadies hier. Geothermie, Phyraxit. Sieht alles sehr, sehr interessant aus und ist vor allem kein Platz, an dem sich Daoming Sushua schon breit gemacht hätte. Den Akuna parken wir hier und... Ach Quatsch, den parken wir da nicht. Ich habe den verwechselt, entschuldigt. Wir ziehen hier natürlich weiter. Und den Jünger, den parken wir hier. Mhm, genau, den parken wir dort. Weil wir jetzt mit diesen Kolonisten hier eine neue Stadt gründen können und werden. Direkt an diesem Flüsschen hier gelegen. Direkt vor der Nase von Kavita, unserer guten Freundin Kavita, unserer Busenfreundin Kavita. Bislang hat die sich alles bieten lassen. Bislang war die immer froh, uns zu sehen, auch wenn wir noch so dicht zu ihr gekommen sind. Wird das dabei bleiben oder wird sie sich gleich dann beschweren? Wird eventuell im Diplomatiefenster eine Meldung aufploppen?
Kavita möchte mit Writing Bull sprechen und möchte sagen, dass wir ihr zu dicht auf die Pelle rücken. Bin ich gespannt. Mal gucken, wie, ob man mit ihr, wie man bei mir im Rheinland sagt, ob man mit ihr den Molly machen kann. Tschüss!